Servus und hallo, willkommen bei Luxify, bei einem neuen Review. Heute geht es um eine Uhr, die relativ neu ist, nicht ganz neu ist. Ungefähr vor 2 Monaten wurde sie vorgestellt von Omega und wir haben bisher überhaupt noch nicht drüber gesprochen, auch nicht in den Weekly Sessions. Wie kommt das? Als sie vorgestellt wurde Ende September, da gab es ein ganz anderes Thema für uns und auch für Omega, nämlich James Bond. Und man muss sich das mal vorstellen, 2 Jahre haben wir gewartet auf den Bond-Film, 2 Jahre hat Omega gewartet auf den Bond-Film, damit sie ihre Uhr, die sie schon vorgestellt hatten, dann mit dem Film irgendwie verknüpfen, kombinieren können. Und dann kommt der Film endlich und Omega stellt eine ganz andere Uhr vor, die gar nicht so viel mit dem Film, nein, eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun hat und die Vorstellung entsprechend auch ein bisschen untergegangen ist. Zumindest hier, aber auch sonst findet man nicht so wahnsinnig viel im Netz über diese Uhr. Warum sie das gemacht haben, das ist eine gute Frage. Das ist nicht die einzige Frage, die ich mir stelle bei dieser Uhr, aber dazu kommen wir später. Wovon sprechen wir? Wir sprechen von der Omega Speedmaster Chronoscope. Hier ist sie. Es gibt 7 Versionen davon. Es gibt 7 Versionen. Eine ist in Bronze-Gold. Das ist diese Bronze-Gold-Legierung, die Anfang des Jahres vorgestellt wurde mit der Seamaster 300. Da gibt es jetzt auch die Speedmaster als Chronoscope. Und die anderen 6 Modelle sind Stahlmodelle. Im Grunde ja 6 Modelle, weil 3 sind mit Stahlband, 3 sind mit Lederband. Im Grunde sprechen wir aber eigentlich von 3 Modellen, 3 Zifferblättern. Und das ist das Schöne daran, wir haben heute all diese 3 Zifferblätter hier. Nämlich dieses hier. Das ist das, sieht man das? Ja, das Silberne. Dann haben wir, ist das toll, aus den vollen, in die vollen greifen. Der blaue, sieht ein bisschen schwarz aus, aber ist blau. Na? Und hier am Handgelenk die 3. das Racing Dial. So, alle 3 haben wir hier und alle 3 stellen wir heute mal vor. Ja, was haben wir? Wir haben eine Speedmaster in einem 43 mm Gehäuse. Das ist neu, denn wir haben ja die klassische Moonwatch in 42 mm und wir haben die Dark Side of the Moon bzw. die 2-Zähler-Chronographen der Speedmaster-Linie mit 43,25, glaube ich. Ja, 44,25 mm. Das heißt, diese 43 hier, die sind ziemlich genau in der Mitte. Und ich muss aber von vornherein sagen, also der Unterschied zur normalen Moonwatch, der fällt mir jetzt nicht so wahnsinnig auf am Handgelenk. Gut, die Bänder sind nicht angepasst und ich wollte jetzt auch nicht hier groß dran rumschrauben. Insofern ist es jetzt ein bisschen groß, aber trotzdem, die Uhr sitzt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, dass sie jetzt wirklich größer ist als die Moonwatch, fällt mir so nicht auf. Omega Speedmaster Chronoscope, Chronoscope, Chronos, Zeit, Scope, beobachten, was hat es damit auf sich? Wenn wir uns die Uhr anschauen, dann sehen wir ein sehr spezielles Zifferblatt. Und dieses Zifferblatt, das ist inspiriert aus Uhren der 40er Jahre, der 1940er Jahre, die Omega damals gebaut hat. Jetzt ist die Frage, und ich sagte ja schon, es gibt einige Fragen, die ich zu dieser Uhr habe, warum hat man dieses klassische Zifferblatt in eine Speedmaster gebaut? Warum hat man die nicht in ein mehr klassisches Modell gebaut, meinetwegen aus der DeVille-Kollektion oder sowas? Da gab es auch mal Chronoscope, eine, aber die hatte mit der jetzt überhaupt nichts zu tun, die hieß nur so. Aber warum Speedmaster? Warum ein relativ sportliches Gehäuse mit so einer sehr klassischen Funktion? Ich weiß es nicht. Man meinte wohl, das gehört so zusammen oder das kann man machen. Jedenfalls gibt es zu dieser Uhr kein direktes historisches Vorbild. Also es gibt Uhren mit diesen Zifferblättern, aber halt keine Speedmaster bisher. Schauen wir uns mal an, wozu das alles so dient und was man damit alles machen kann. Dafür habe ich mir hier jetzt gerade schon die Handschuhe angezogen und jetzt gucken wir auf die Uhr. Und wie man sieht, ist hier außenrum die Tachymeterskala. Das heißt also, wenn ihr jetzt wissen wollt, keine Ahnung, ihr seid mit der Deutschen Bahn unterwegs und denkt euch, der ICE, der ist aber heute langsam, dann guckt ihr aus dem Fenster, sucht euch einen Bezugspunkt, also zum Beispiel sinnvollerweise einen Kilometerstein
Und wenn der Kilometerschein kommt, dann drückt ihr auf Start und dann läuft das Ding. Und dann schaut ihr aus dem Fenster, schaut euch die schöne Landschaft an, die an euch vorbei rauscht oder auch nicht vorbei rauscht. Und wartet ab, bis der nächste Kilometerstein kommt, bis ihr den nächsten Kilometerstein seht und wartet und wartet und wartet und denkt euch, vielleicht gehe ich mal in den Speisewagen und hole mir ein Bier. Und dann seht ihr, da kommt doch der nächste Kilometerstein und der nächste Kilometerstein kommt, ihr drückt auf Stopp und dann könnt ihr hier ablesen, dass ihr mit 130 km/h unterwegs seid. Das funktioniert so. Funktioniert so auch mit Meilen, funktioniert so auch mit Produktionszeiten. Also ihr seid in einem Betrieb und wollt wissen, wie viel Stück von was auch immer ihr pro Stunde produzieren könnt. Dann messt ihr, wie lange die Produktion eines Stückes dauert und dann könnt ihr ablesen, wie viele pro Stunde produziert werden können. Das ist der Sinn dahinter. Jetzt gibt es aber noch andere Dinge auf dieser Uhr. Und wir haben hier eine Telemeterskala. Wozu ist eine Telemeterskala? Die misst die Entfernung. Das heißt, ich habe ja gesagt, die Uhr, beziehungsweise nicht diese Uhr, sondern dieses Motiv, dieses Schneckenmuster, dieses Spiralmuster, das wurde in den 1940er Jahren entwickelt. Stellt euch vor, oder besser nicht, dass es Krieg ist und ihr sitzt im Schützengraben, liegt im Schützengraben, wollt wissen, wie weit ist die feindliche Artillerie entfernt. Oder nehmen wir lieber ein schöneres Beispiel aus der heutigen Zeit. Es ist Gewitter und ihr wollt wissen, wie weit ist das Gewitter weg. Ihr wartet also auf den nächsten Blitz. Wenn der Blitz kommt, dann drückt ihr entsprechend den Drücker. Dann wartet ihr, bis der Donner kommt. Und wenn der Donner kommt, dann drückt ihr nochmal. Und dann könnt ihr hier ablesen, wie weit das Gewitter weg ist. Und ihr könnt das hier wahrscheinlich jetzt ablesen. Ich kann es nicht ablesen, weil meine Augen sind einfach zu schlecht, beziehungsweise sie wären okay, wenn ich keine Kontaktlinsen drin hätte, aber mit Kontaktlinsen brauche ich mittlerweile über 40 schon die Lupe. Und die Lupe sagt mir dann, dass wir 2,75 Kilometer haben, zwischen uns und dem Gewitter. So. Das ist die Telemeterskala. Die funktioniert in dem Fall nur mit Kilometern, nicht mit Meilen. Sonst müsste sie halt anders entsprechend beschriftet sein. Da drunter oder im inneren Ring haben wir noch eine Pulsometerskala. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Ärzteuhr, Doctor's Watch, Ärztechronographen. Ihr messt den Puls eures Patienten oder einen eigenen Puls. Ihr drückt auf den Startknopf und wartet 30 Herzschläge ab, drückt wieder auf den Stoppknopf, und dann könnt ihr ablesen, was für eine Herzfrequenz ihr habt oder der Patient hat. Das ist jetzt auch nicht neu, aber es ist halt hier mit rein kombiniert. Und im Inneren haben wir nochmal zwei Kreise, nochmal zwei Anzeigen. Das ist ganz spannend. Was ist das? Ich habe erst einen Moment überlegen müssen, aber es ist eigentlich ganz logisch. Es ist die quasi Verlängerung der Tachymeterskala, weil mit der Tachymeterskala außen könnt ihr ja nur eine Minute maximal messen, sprich also 60 km/h maximal oder minimal. Mit dieser Verlängerung innen drin oder Erweiterung innen drin könnt ihr 3 Minuten messen und könnt somit also auch noch zuverlässig sagen, wenn euer ICE nur noch mit 20 km/h unterwegs ist. Das geht also auch. Fand ich jetzt ganz gut, habe ich so selten gesehen oder eigentlich noch nie gesehen, außer halt auf diesen alten Zifferblättern. Das ist schon ganz cool, wie gesagt, nur leider mit meinen Augen ist es nicht mehr ganz so cool. Aber gut, das ist bei euch hoffentlich ein bisschen anders. Was auch nicht wirklich zur Lesbarkeit beiträgt, ist, dass diese Uhr komplett ohne Leuchtmasse auskommt. Wir haben hier 0 Leuchtmasse auf dem Zifferblatt und warum ist das so? Wir haben natürlich, ich zeige das jetzt mal an der blauen, da sieht man das noch ein bisschen schöner. Wir haben aufgesetzte arabische Indexe. Da passt halt jetzt nicht so wirklich die Leuchtmasse rein. Wir haben aber sehr wohl eine Minuterie, eine aufgedruckte. Da hätte man schon ein bisschen Superluminova drauf pinseln können. Allerdings wäre dann die Frage gewesen, was macht man in den Zeigern? Weil die Zeiger, die Blattzeiger hier, die passen halt sehr, sehr schön zu den Ziffern. Wenn man die jetzt noch irgendwie
Superluminova reingemacht hätte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt so wahnsinnig toll ausgesehen hätte. Aber sei es drum, wie gesagt, nachts gibt es absolut nichts abzulesen. Null, nada, weder bei dem, noch bei dem, noch bei diesem Blatt hier. Wunderschön übrigens auch Panda Dial mit roten Akzenten, mit einem rot-weißen Sekundenzeiger, mit hier auf der Lünette ein bisschen rot, also auch sehr, sehr hübsch gemacht, das Ganze. Zu den Dingen, die ich ebenfalls nicht so ganz verstehe bei dieser Uhr, gehört das Werk. Denn man hat sich hier entschieden für ein Handaufzugskaliber. Das ist insofern nicht so falsch, weil natürlich auch die Moonwatch ein Handaufzugskaliber hat, aber die großen Speedmaster mit den zwei Zählern, die haben Automatikwerk. Und dieses Werk hier, das ist neu, das ist das 9908 Werk. Und wie man sieht, das ist sehr, sieht sehr, sehr spannend aus. Zur Herkunft, wir sprechen schon von der Kaliberfamilie 9900, was normalerweise Automatikwerke sind. Hier hat man also ein Automatikwerk genommen und hat den Rotor entfernt oder die Automatikeinheit entfernt. Hat damit natürlich auch zu tun, dass die Uhr relativ dünn ist, also auch verglichen mit einer Moonwatch relativ dünn ist. Aber gut, was spannend ist, ist wie gesagt die Optik. Man hat hier eine Dreiviertelplatine, wie man es normalerweise eher von Glashütte Original kennt. Und man hat das Arabesk-Muster mit Genfer Streifen, was aus der Unruh kommt. Ich muss mal hier ein bisschen aufziehen, sonst sieht man gar nicht, dass sich die bewegt. So, da sieht man es. Ist eine spannende Optik, ist eine sehr klassische Optik, die ich jetzt auch nicht in einem modernen Sportgehäuse, Sportuhr so erwarten würde, aber okay, auf jeden Fall ein echter Hingucker und schön, dass es halt auch einen Glasboden hat, wobei kein Boxed-Glasboden, wie man das beispielsweise bei der Darkside hat, also man hat hier schon einen Stahlboden mit einem großen Glas drin. Umgekehrt ist es beim Frontglas, das ist wirklich ein wunderbares Boxed Sapphire Glas. Die Lünetteneinlagen übrigens, die sind aus Aluminium, außer bei der Bronze Gold, da ist es Keramik, aber hier sind es Aluminium Inlays. Ansonsten sind die Daten natürlich gleich mit den entsprechenden Automatikkalibern der 9900 Familie, sprich 28.800 Halbschwingungen, 4 Hertz. Wir haben das ist gut, das zeige ich euch auch noch. In der ersten Position lässt sich die Stunde einzeln verstellen und in der zweiten dann entsprechend alles. Auch immer ganz cool sowas. Wir haben kein Datum, finde ich persönlich sehr schön. Und wir haben zwei Federhäuser mit 60 Stunden Gangreserve. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel für zwei Federhäuser, finde ich. Und so dieses Wochenendding, dass man sagt, man legt die Uhr freitags nachmittags ab und nimmt sie montags wieder. Das ist mit 60 Stunden auch ein bisschen knapp. Aber es zeigt bei zwei Federhäusern, dass man hier mehr darauf achtet, dass eine konstante Kraft anliegt und entsprechend die Ganggenauigkeit gut bleibt, denn auf maximale Gangreserve zu gehen. Natürlich ist es auch wieder ein Metas-zertifizierter Masterchronometer, steht sicherlich auch drauf. Sprich 15.000 Gauss hält das Ding aus und wir haben einen Kolonnenrad-Chronograph. Das heißt, er ist wirklich sehr, sehr smooth zu betätigen. Es ist wunderbar und man sieht es natürlich hier auch in diesem Fensterchen, wie das entsprechend immer weiterspringt bzw. dann zurückgestellt wird. Kommen wir zu den Maßen und diesmal habe ich daran gedacht, habe die Waage mitgenommen, komme hier auf ein Gewicht von 145 Gramm für die Version mit dem Stahlband und die mit Lederband hier, die wiegt 90 Gramm. So, ansonsten haben wir noch, wie gesagt, Durchmesser 43 mm, das passt auch soweit, aber Krone, also das hier,
das sind 45,6 mm und Lug-to-Lug, das ist ja bei euch auch immer so ein Thema, Lug-to-Lug ist 47,6 mm zum Vergleich. Die Darkside habe ich auch nochmal nachgemessen, da sind es 49,8 mm, also deutlich größer. Und auch was die Höhe angeht, sind wir hier sehr, sehr niedrig. Wir sind 13,3 mm Höhe im Vergleich zu 16,3 bei der Darkside. Wasserdicht ist die Uhr, steht auch hier drauf, bis 50 Meter. Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel, aber okay, es ist halt immer noch eine Speedy. Insofern, ja, hätte man mehr machen können, aber was rede ich. Passt schon. Wir haben einen Bandanstoß von 21 mm. Und das verjüngt sich auf, ja, jetzt ist die Frage, 16 mm heißt es, das mag auch im, für das Lederband gelten, aber ich habe nachgemessen und so oft ich auch nachgemessen habe, diese Schließe von diesem Band, das wir ja schon von den aktuellen Moonwatches kennen, da komme ich nur auf 15 mm. 21 auf 15 ist natürlich schon eine sehr starke Verjüngung. Aber dafür gibt es etwas ganz Tolles hier und das zeige ich euch gleich. Wir haben nämlich erstmals in so einem Band eine Schnellverstellung. Hier sieht man Push und wenn man da drauf drückt, dann zack, verlängert sich das Band. Um, ja, 2 mm, 2,5 mm. Es gibt halt auch wirklich nur diese zwei Positionen. Ich mache das mal wieder rein jetzt. Das geht, wie gesagt, alles sehr, sehr einfach. Wenn man keine Handschuhe anhat, noch besser. Das ist schon gut. Also, es ist natürlich jetzt nicht keine Feinverstellung im Sinne von, dass man jetzt 10 Möglichkeiten der Rastung hätte. Aber es ist super für Sommer, Winter, morgens, abends, keine Ahnung. Vorderkalbshaxen, Nachterkalbshaxen oder ganz, Weihnachtsgans. Jedenfalls, diese Schließe wird man wahrscheinlich, nehme ich mal an, irgendwann auch für die Bänder der aktuellen Moonwatch nachrüsten können. Wann, das weiß ich allerdings nicht. Auch nicht, was es kostet. Was die Uhr kostet, das kann ich euch allerdings sagen. Und zwar liegen wir bei 8.500 Euro für die Version mit Stahlband. Und die Version mit Lederband kostet, je nachdem, 8.100 Euro in Deutschland, 8.200 Euro in Österreich. Und die Bronze-Gold kostet 13.800 bzw. 13.900 in Österreich. Wir sind also bei den Stahlmodellen auch hier zwischen der klassischen Moonwatch auf der einen Seite und zwischen den Zweizähler-Chronographen auf der anderen Seite sind wir ganz gut da drin geblieben. Kommen wir zu meinen Gedanken zur Uhr, zur Omega Speedmaster Chronoscope. Wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, mir stellen sich Fragen bei dieser Uhr, mir sind einige Sachen nicht so ganz klar. Also wir haben hier ein klassisches Zifferblatt, was aber mit der Uhr und mit dem Modell nicht so wirklich was zu tun hat. Wen spricht man damit an? Klassische Moonwatch-Käufer? Wahrscheinlich eher nicht. Die werden sich sagen, was soll das da drin? Keine Ahnung. Also wohl eher ein Publikum, bei dem es nicht so ganz um die Tradition und die Historie geht, sondern die einfach sagen, wow, habe ich gesehen, gefällt mir, finde ich gut. Die Frage ist, die Leute, die das so sehen, wollen die im Jahr 2021 eine Uhr mit Handaufzug haben? Da wäre ich mir nicht so sicher. Und ohne Datum, gut, ohne Datum, wie gesagt, ich finde das toll, ich finde das super, das braucht es hier nicht, aber Handaufzug. Oder sagen die, nee, dann nehme ich doch lieber die Automatik mit den zwei Totalisatoren. Das passt mir dann besser. Das ist halt die Frage. Ich bin mir nicht sicher. Der Witz bei der ganzen Geschichte aber ist, so sehr ich diese Uhr nicht verstehe und nicht verstehe, warum man die in der Form gemacht hat. Die Kombination klassisch und sportiv und dann Handaufzug und keine Leuchtmasse und so weiter. Ich finde die Uhr leider berauschend, wirklich berauschend schön. Sie ist sensationell in all ihren Blättern. Also dieses hier hat es mir besonders angetan, aber auch das Blaue ist einfach großartig. Das ist wunderschön und
die Art, wie das Blatt aufgebaut ist, mit den, ich muss es hier nochmal zeigen, mit ihren verschiedenen Skalen, mit den verschiedenen Sektoren im Zifferblatt, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino, was man hier gemacht hat. Ach so, mein innerer Monk, das wollte ich euch noch zeigen. Es gibt hier eine Zahl, die nicht dem folgt oder der Richtung folgt, den alle anderen folgen. Ich sagte ja, ab hier aufwärts ist alles in die Mitte gerichtet, ab hier abwärts ist alles nach außen gerichtet. Und hier gibt es aber eine Zahl, das ist die 110, und die ist entgegengesetzt. Und das macht mich so ein bisschen kirre. Aber wahrscheinlich auch historisches Vorbild, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Diese Blätter sind ein Wahnsinn. Das Silberne, das Blaue oder auch das Panda-Dial mit ein bisschen Rot drin. Also das ist alles ganz großes Kino. Und die Uhr selbst ist wunderschön. Es ist für mich ja die schönste Neuheit aus der Speedmaster Collection seit langem. Also aus der regulären Speedmaster Collection. Und die ist einfach irre. Eine tolle Uhr, wirklich eine tolle Uhr. Und wir werden sehen, wie sich diese Uhr dann auf dem Markt so entwickelt, ob sie ihre Freunde findet, ob sie ihre Fans findet. Ich hoffe, dass sie das tut. Ich hoffe, dass sie lange in der Kollektion bleiben wird. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die Uhr an, geht in die Omega-Boutique oder zum Konzessionär und werft einen Blick drauf, legt sie euch an den Arm, alle Versionen am besten, alle drei Zifferblatt-Versionen am besten. Sie wirken alle sehr unterschiedlich, aber sie wirken alle ziemlich, ziemlich gut. Was haltet ihr von der Uhr? Was haltet ihr von der neuen Omega Speedmaster Chronoscope? Welche Version gefällt euch besonders? Oder sagt ihr, nee, das ist alles nichts für mich, ich bleibe bei der klassischen Speedy? Das würde mich interessieren und schreibt es einfach bei uns ins Forum oder hier in die Kommentare. Genauso schreibt, wenn euch das Ganze gefallen hat heute, gebt mir ein Like. Gerne, freue ich mich natürlich. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Gehabt's euch wohl, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.